Also, Ivo, wir haben das erste Problem schon. Der verliert hier an der Leitung Öl. Haben direkt schon 100 Grad. Kompressor verdichtet, geht in den Turbolader, verdichtet nochmal, geht dann direkt in die Ansaugung. Wir werden jetzt so gehen und dann versuchen gerade, ja, sollen wir denn hier durch direkt, also so gerade durch, oder sollen wir tiefer runter direkt? Wie tiefer? Dass wir den quasi so abschneiden. Von da runter? Von da langsam runter. Das heißt, wir schneiden den erstmal, ich sag mal, hier ab. Ne? So ungefähr. Und dann schauen wir weiter. Bauen wir den aus. Jetzt wird immer ausgebaut, eingebaut. Ausgebaut, eingebaut. Und das machen wir ungefähr 10 Stunden. Jetzt müssen wir einen Winkel hier reinklatschen. Dann schneiden wir erstmal so viel ab und dann machen wir erstmal den Winkel drauf. Und dann bauen wir das wieder ein und dann gucken wir, ob der Winkel passt. Wir brauchen noch eine V-Bandschelle und dann zeige ich noch, wie es weitergeht. Hier provisorisch haben wir schon unseren Kompressor mit dem Turbo verbunden. Hoschke, Dennis bei Kfz40, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es geht weiter mit unserem Turbo-Kompressor-Projekt. So sieht das Ganze aus. Ich habe die Dompipe schon fertig gemacht und habe eine Thermoisolierung gemacht. Ich muss sagen, es ist natürlich ein bisschen kompliziert, weil man irgendwie mit Kurzschluss ganze Zeit arbeitet. Da hat man natürlich immer wieder ein bisschen Probleme, ja, genaue Einstellungen zu finden. Servobälte haben wir hier rüber gebracht, so dass das hier keinen stört und unser Frischluft immer noch Platz hat, hier hochzukommen. Hier natürlich aufpassen, dass wir nirgendwo dran kommen. Das Ganze haben wir verlängert, wird so reinkommen. Passt, hier ist eigentlich super geworden. Ja, um die Dompipe zu machen, mussten wir natürlich Motor mit Getriebe wieder reinmachen. Weil ihr glaubt gar nicht, wenn ihr natürlich ein Getriebe vom BMW abmacht, weil wir haben ja die Motorhalterung vorne, dann neigt der sehr stark nach vorne. Das sind so ungefähr 5 cm. Hier sitzt der unten. Wir brauchen natürlich ein Flexrohr. Und die Dompipe wird dann ungefähr so weitergehen. 6 Liter machen wir rein, das sind 2 Liter. 300 V machen wir rein. Wir warten jetzt nur noch auf unsere V-Bandschelle, damit wir die V-Bandschellen hier anschließen können. Und dann führen wir das Ganze so weiter. Unser Öl wird ja zusätzlich zweimal erhitzt, das heißt einmal Turbolader plus Kompressor. Ich sag mal jetzt, ich habe Bock auf einen Nürburgring oder so. Dann brauchen wir einen Ölkühler zusätzlich. Also wenn wir jetzt normales Öl nehmen würden, der würde so heiß werden, dass er die Viskosität so schnell verlieren würde. Und was passiert? Wir werden nicht mehr genug Schmierung haben, Motorschaden. Dann die ersten Sachen, was sich verabschiedet, sind erstmal Kurbelwellen, dann die Lagerschalen und dann Nockenwellen. Und dann hat man einen kapitalen Motorschaden. Bei der Dompipe können wir natürlich nicht so lang machen. Ne, wir haben es natürlich mit Ivo ein bisschen länger gemacht. Das war auch richtig geil. Wir haben richtig schön die Kurve bekommen. Das Problem war, was war das Problem, Ivo? Dass wir den von oben nicht mehr reinbekommen. Was heißt rein? Wir haben den nicht mehr rausbekommen. Aber rein auch nicht, oder? Ja, wir haben den erstmal nicht rausbekommen. Ja, aber ja. Jetzt kommt eine V-Bahn-Schelle rein. Hier werden wir nochmal 2 Löcher reinmachen für die Lambda-Sonden. Und dann ist das Ding auch fertig und dann werden wir das Ganze nochmal komplett, ja, nochmal versuchen zu isolieren. Ne? Nochmal. Dann werden wir das komplett nochmal Thermoisolierung machen. Was so eine Thermoisolierung bringt, das ist unglaublich, Leute. Das muss ich euch jetzt zeigen. Also, Ivo, wir haben das erste Problem schon. Der verliert hier an der Leitung Öl. Hab ich gesehen. Und nicht nur dort, hier verliert ihr auch. Das gibt's doch nicht. Was für ein Mist ist das denn? Okay, den können wir bestimmt noch mal festmachen hier. So, machen den mal fest. Wenn wir das Ding so richtig schön fest haben, darf der doch gar nicht verlieren. Ist doch unmöglich. Was ist das für ein Mist? Aber egal, hier Ivo, hier ist aber alles dicht. Das ist schon mal ein gutes Zeichen, ne? Also haben wir gut geschweißt.
Ölwanne sieht auch dicht aus, ist auch gut. Nur diese Leitung, ne? Nur diese Leitung, ja, das reicht ja auch. Wir haben den jetzt ersetzt durch einen neuen. Guck mal, wie er sich bewegt hier. Das ist ja nicht normal. Wenn er da nochmal tropfen sollte, haben wir auf jeden Fall ein Problem. Und so hat er auch schon mal eine Spülung hinter sich. Als hätten wir schon keine Probleme, dass er vernünftig läuft, Kompressor mit Turbo verbinden. Nein, jetzt müssen wir uns mit so Kleinigkeiten da noch rumschlagen. Jetzt ist der dicht. Das Ding hat einfach mal hier Öl verloren. Mann, Mann. Guck mal. Was für ein Spiel das Ding hier hat. Wahnsinn. Hier haben wir mal ein Temperaturmessgerät. Haben direkt schon 100 Grad. 10 Sekunden dran gehalten. Ja. 100 Grad schon. Jetzt schon ein bisschen länger. Und achte mal. 24 Grad. Guck mal hier zum Beispiel. 110. Das heißt hier, V-Bahnstelle haben wir 110. Und hier haben wir 30 Grad. Also ihr könnt das Ganze hier anfassen. Das ist schon Wahnsinn. Ne? Also könnte man den quasi hier noch anfassen, wenn wir jetzt da anfassen, verbrennen wir uns die Pfoten. Hier genauso. Thermoisolierung ist schon geil. Ich weiß nicht, da macht man noch so eine Kohlefaser oder so drauf. Und das war 5 mm, davon gibt es nochmal 20 mm. Das heißt, desto dicker dieser Stoff unten, desto weniger Hitze kann er ja nach außen tragen. Und das Geile ist ja bei dem, der wird irgendwann bei 1700 Grad, glaube ich. Das Ding brennt nicht, es schmilzt irgendwann. Das ist Wahnsinn, das ist geil. Man kann das auf jeden Fall leicht machen. Das waren meine ersten Gehversuche, ne? Deswegen, ach so, habe ich ja vergessen, ne? Hier ist noch Eis. V-Bahnstelle erstmal rein, Ibo. Mhm. Und dann gucken wir mal, ob der reinpasst. Unser Flexrohr ist hier. Wir haben super viel Platz. Und jetzt können wir das Ganze schön verlegen nach hinten. Elektrik habe ich eingebaut. Drin habe. Das heißt, die Lambda-Sonden kommen noch rein. Das ist, glaube ich, für den Rückwärtsgangschalter. Bin mir nicht sicher, glaube ich aber schon. Gut, und dann habe ich schon die 115er Rolle drauf gemacht. Das war die 80er Rolle, die davor eingebaut war. So sieht das Ganze aus. Ja. Normalerweise war das eine 95er. Wir haben die abgedreht auf 80. Besser gesagt 79, noch was. Natürlich brauchen wir da noch einen neuen Riemen. Ich habe da einen Riemen gefunden gehabt. Gut, dass ich ein Messi bin und die ganzen Riemen nicht wegschmeiße. Der war ja neu, den habe ich zur Seite getan, habe gesagt, irgendwann brauche ich das. Siehst du? Jetzt brauche ich es. Einmal. So, das ist für den Rückwärtsgangschalter, so viel ich weiß. Der müsste eigentlich auch hier runter. Da ist er noch. Voilà. Perfekt. Perfekt. Da kommt ja auch noch so ein Schacht rein. Der kommt dann zum Steuergerät. Der kommt hier hin. Okay, komm, wir machen den jetzt auch noch fest. Sind das die neuen Arbeitsklamotten? Das sind die neuen Arbeitsklamotten. Weißt du, wie du gerade aussiehst, als wenn du das rumhängen würdest? Hä, was geht ab? Hängt so auch rum. Das meinte ich. Ja. Was machen wir heute? Lass umhängen. Okay, Mann. Geil. Geile Aussicht. Was hängst du denn da rum? Was machst du denn so? Ach, Turbo-Kompressor umbauen. Du? Ach, ich häng ab. Das ist geil. Ey, richtig Spaß macht. Einfach nur mit der Schlagschraube arbeiten. Egal, ob du eine Zehnermutter dran machst oder nicht. Einfach gib ihm.
so mit Gefüge anstatt. Alles. Ja, aber da brauchst du ein bisschen Erfahrung. Was war das? Kühler haben wir drin, Ladeluftkühler ist drin, alles in Ordnung, Auspuffanlage müssen wir noch machen. Das kommt auch. Ganz zum Schluss, in Ruhe. Jetzt müssen wir erstmal die Verrohrung machen. Jetzt müssen wir das hier verbinden mit dem Ladeluftkühler. Also, System wird so sein. Kompressor verdichtet, geht in den Turbolader, verdichtet nochmal, geht raus in den Ladeluftkühler, geht einmal rum und geht dann direkt hier unten runter in die Ansaugung. Das ist geil. Hier irgendwo werde ich abschneiden, wird das Ganze einmal versetzen und werden das direkt mit dem Turbolader irgendwie verbinden. Das heißt, das müssen wir abbauen, das müssen wir abbauen. Die verdichtete Seite haben wir schon mal raus, aber wir wissen, dass wir so ein Rohr hierhin brauchen. Deswegen wird das hier bleiben. So wird das ungefähr aussehen. Ja, das ist jetzt ein bisschen höher. So. Und dann, ja, hier müssen wir natürlich ein bisschen bearbeiten später. Und dann hier rein. Hier wegschneiden. Ja. Ja, wir müssen den so oder so schneiden. Komm, wir können den trotzdem so schneiden. So umdrehen. Und das hier von hier vergrößern. Verstehst du? Das könnten wir machen. Dann haben wir hier das so. Der guckt hier hin. Aha. So machen wir es. Also, ey, ganz ehrlich, der Ladeluftkühler sieht so schon geil aus. Ne? Das hat was Teuflisches. Also links und rechts, das ist geil. Das auf jeden Fall bauen wir dann später mal ein und gucken, dass wir alle Verbindungen drauf haben. Und dann werden wir den zum ersten Mal starten und gucken, wie er sich erstmal verhält. Ne? Es kann ja sein, dass Turbo oder Kompressor die Luft absaugt. Bin echt gespannt. Das Geile, ich habe den ja gestern gestartet, Ibo. Das Geile ist, Kompressor hat Unterdruck am Anfang und Turbo hat Überdruck am Anfang schon. Ist zwar minimal beides, wie beide sich verstehen werden. Bin so gespannt. Jetzt haben wir alles drin. Halterung muss ich noch machen. Hier haben wir den geschweißt. Er sieht wild aus. Blau, rot. Er sieht auch geil aus. Jetzt ganz ehrlich. Mit Hörner. So, was haben wir drin? Öl haben wir drin. Ich würde mal sagen, Stunde der Wahrheit. Ja, hier muss ich noch komplett festmachen. Mache ich nicht. Die Schläuche hier habe ich auch noch nicht festgemacht. Jetzt ist die Anspannung. Ich habe voll die Anspannung jetzt. Also ehrlich, ich kann es kaum abwarten. Ivo, komm. Wird der anspringen? Wird der nicht anspringen? Das erste Mal. Wir haben nicht irgendwie vorher angemacht oder so. Also wenn er jetzt in die Luft fliegt, seid ihr leicht dabei. Ich hoffe mal nicht. So. Minus, Plus ist drauf. Sag, wenn ready ist, ich mach den an. Und dann gucken wir mal erstmal, wie er sich hier verhält. Kann ich machen? Okay. Thank you.
versuchst du auch Schelle. Jetzt machen wir den nochmal an. Schön. Die sind so zusammen und dann wieder genau. Auf. Es klappt. Es ist jetzt echt nur noch Feinabstimmung. Das Ding hier noch schön drauf. Die Dinger noch Schläuche, weil er zieht ja noch ein bisschen Luft überall. Aber das Gute dran, sobald wir Gas geben, reagiert der. Mhm. Ne? Und wenn jetzt die Auspuffanlage und so noch schön drin ist, und die ganzen Fehler gelöscht sind, dann ist oh, der blinkt schon 0 Minuten. 0 Minuten. Ja gut, dann beenden wir das Ganze hier. Beim nächsten Mal Auspuff drauf und dann schauen wir mal. Erste Fahrt, Ivo, wer weiß. Mhm. Ne? Dankeschön fürs Zuschauen, bleibt gesund. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Kraft des Tops.